Herr, herzlich willkommen. Und es ist Zeit, sich von der nächsten Instanz zu verabschieden, die dauerhaft weg reduziert wird, die nicht nochmal in 7-0 spielbar wird. Und das ist Garten. Garten, genauso wie Mirage. Mirage kam gestern, heute kommt Garten. Garten wird entfernt. Und genau deswegen schaue ich mir noch einmal Garten an. Nehme den Umweg über Server weiter, dass ich solo reingehen kann. Garten war ja eine Dreier-Instanz. Ganz, ganz, ganz zurück. Damals war es mal eine Sechser-Instanz. Wir nehmen wieder keinen Luna dafür. Hier gibt es auch die tollen Quests, die einen mit Buff-Food versorgt haben, was echt angenehm war. Und jetzt gehen wir hier durch, einmal in nostalgischer Stimmung und werden uns alles noch einmal anschauen, um nicht traurig sein zu müssen, dass wir die Instanz nie mehr sehen können. Das hat mich nämlich selber gestört, dass ich meine Scherben gerade anhabe. Nein. Dass ich viele Instanzen, die ich damals gerne gelaufen bin, nicht mehr sehen kann. Und ich würde gerne euch die Möglichkeit geben, zurückzublicken und zu schauen, ah, okay, so war das damals. Garten konntet ihr, beziehungsweise könnt ihr noch eine Woche lang China mitmachen. Es hatte einen Shugo manchmal dabei, der einen Skill gegeben hat, immer den gleichen, außer mit irgendwie 1% oder ne, ich glaube, es waren 5% Wahrscheinlichkeit. Hat er mal einen anderen gegeben, was super selten war. Das heißt, das war hier alles ein bisschen besonders. Ganz, ganz früher musste man dann auch noch immer nach außen laufen und alles Mögliche. Das wurde schon vor langer Zeit vereinfacht. Jetzt haben wir hier das allsehende Auge. Wir haben hier nämlich insgesamt drei Bosse. Beziehungsweise der eine sind eigentlich zwei auf einmal. Drei auf einmal. Naja. Drei Bossräume. Und das allsehende Auge ist relativ schwach. Früher hat es mal viel, viel mehr gemacht. Da wurden auch außen nochmal kleine Augen gespawnt, die man machen musste. Mittlerweile ist das Auge eigentlich dazu geworden, dass es nur noch droppt. Wenn man Glück hatte, hat es sogar einen uralten PvE-Stein gedroppt. Dafür konnte man nämlich auch die Instanz super machen. Dann konnte man hier schön die Quest abgeben, auch beim NPC. Und hat dann später mehr bekommen, denn diese Questreihe, die man hier bekommt, das ist einfach mega ergiebig. Genau. Für so etwas liebe ich ja Instanzen, dass man ein bisschen was tun kann, Quests abgeben kann und halt nicht nur gar nichts macht, was ja, oh, ich habe mal Autodeck gemacht, egal, was ja später dann, also ich bin kein Mensch, der stundenlang grindet in der Open, jetzt habe ich den mal Backrohr, ich mache den mal eben, in der Open World. Sondern ich brauche schon eine gewisse Aufgabe und Instanzen laufen ist und war da immer sehr schön. Aber die Instanz wird nicht wiederkommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das wisst, weil man im neuen Patch irgendwie auch nicht mehr wirklich gestorben ist. Aber diese Obelisken, die sind, ihr könnt hier tatsächlich drin porten, ja? Wenn ich jetzt hier sterben würde, könnte ich hier ganz am Anfang den Obelisken nehmen und würde zurückkommen zu diesem Obelisken halt, dem nächsten, den ich aktiviert habe. Und musste man zumindest immer für die Quest machen und damals noch, um die Jotun zu aktivieren. Man kann hier den Erdjotun auswählen und dann gegen den Sonnenjotun kämpfen und dann total toll und dann ist er tot und leider hat es jetzt keinen Effekt mehr, aber ganz früher mal, bevor die Instanz vereinfacht wurde. Und ja. Ihr könnt ja auch mal dazu sagen, was haltet ihr davon, dass Instanzen entfernt werden, entfernt wurden, je nachdem wann ihr es schaut. Könnte auch sein, dass ihr es erst in 7.0 schaut oder 7.2 oder könnt ihr mal schreiben, ob ihr es erst nach den ganzen Updates guckt, um nochmal euch zurückzuentsinnen. Wie war es denn damals? Wir haben jetzt hier den coolsten Windstream überhaupt, der mich schon so oft verbuggt hat, dass ich es gar nicht mehr sehen möchte, genauso wie der andere. Also ich habe schon jede Ecke von der Instanz gesehen. Hier gab es auch mal, also du kannst hier, man konnte hier theoretisch Bug usen, man konnte aus diesem Windstream sich rausbuggen und hier rüber gleiten. Das ist total eigenartig. Habe ich nie gemacht, weil ich mir dachte, dann verlierst du halt den Mittelboss. Das ist ganz schön blöd. Dann haben wir diese ganzen blöden Slickmacks, die man alle theoretisch hätte ziehen können. Und diese blöden Ätherkanonenbomben. Ey! Ey, 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 ey! Wäre jetzt auch schöner, wenn ich hier sterbe. Die allesamt Loot haben, halt kleinen Cash-Loot. Wir gehen damit ans Tor, werden die natürlich auch, müssen sie ja eh machen, sonst können wir das Tor nicht betätigen. Also, ich
glaube, wir könnten uns ein Schild ziehen und einfach durchgehen. Aber das ist ja langweilig. Wir können jetzt Devaau eh nutzen. Die ist ja toll für so etwas. Die platzen nicht alle dann schön weg. Und ich finde, das sieht halt super toll aus, wenn man hier dann die töten kann. So, jetzt machen wir natürlich das übliche Spiel. Man lootet hier erstmal. Weil ja in dieser Dreierinstanz das Mio, wenn man es auf Looten stellt und das selbst, wenn man alleine ist, einfach nur jeden dritten Mob lootet. Was ein bisschen blöd ist und was auch nie behoben wurde. Aber hey, damit muss man leben lernen. Wird auch in den neuen Dreierinstanzen, denn es werden auch aktuelle Sechserinstanzen verändert. Solo gemacht oder zu Dreiern. Müssen wir mal gucken. Kommt die nächsten Tage. Dann haben wir den Wasser-Jotun, den wir auch nicht mehr sehen werden. Vielleicht kommt er in irgendeiner Form in einer anderen Instanz zurück. Wir haben ja auch im Tower of Challenge, dass dort sehr viele alte Bosse recycelt wurden. In diesen Dingern durfte man ganz früher nicht drinstehen. Die haben ihn halt aus dem Leben rausgenommen. Nach 50% hat er einen Wasserpillar gemacht, der jetzt sogar noch kommt. Die waren auch nicht angenehm. Da sollte man definitiv auch nicht drin stehen bleiben. Wurden aber damals genutzt, um die Ads zu töten. Doch irgendwann war dann die Instanz so einfach, dass es gar nicht mehr notwendig war. Man, so wie ich gerade, einfach nur darauf geballert hat. Er hier konnte theoretisch auch einen uralten PvE-Stein drin haben. Hat er aber jetzt nicht gehabt. So, dann porten wir weiter. Wir sind schon sehr, sehr weit in der Instanz. Jetzt ist hier immer was Nerviges, weswegen ich nie verstanden habe, wieso die Leute meinen, hey, hier kann man doch durchlaufen. Und zwar, ich werde es jetzt kurz demonstrieren, wenn ich hier durchlaufe, diese Mobs meinen einfach, hey, ist doch eine super Idee, gib hier eine Tech-Speeds, eine Tech... Lauf, so. Gott, ordne da hier mir Gedanken. Ich bin schon so traurig, dass die Instanz weg ist, dass ich nicht mehr nachdenken kann. Nein, wir haben eine weitere Quest fertig, die können wir auch abgeben. Übrigens musstet ihr die Quest nicht abgeben, ihr könnt die quasi sammeln und allesamt dann am Ende abgeben. Das war komplett egal, ihr kriegt die neuen Quests. Trotzdem, die sind gebietsabhängig gewesen. Und es gab halt welche, die sind dann hier durchgelaufen und wollten dann am Ende den Witstream benutzen, was aber nicht ging, weil sie ja geslowt waren und dann mussten sie am Ende doch noch die Mobs machen oder total umständlich hin und her. Das habe ich nie verstanden. Ich habe einfach immer die Mobs gemacht und war damit glücklich. Ich meine, das geht ja mal so eben nebenbei auf dem Weg. Aber gut, jeder ist die Instanz selber gelaufen. Ganz früher gab es hier auch noch einen Bereich hier drin. Wie gesagt, die Instanz wurde schon einmal genervt oder verkürzt. Naja. Schade drum. Es war mal eine sehr, sehr schöne Instanz. So, machen wir es mal weg. Und in diesem Windstream habe ich mich auch schon sehr oft verbuggt. Oder dass ich den Windstream-Schicht nicht sehen konnte und dann einfach im Nichts war. Und ja. Das war super. Ich fand es gut, wie gerade meine Minimap angezeigt wurde. So, machen wir die wieder weg. So war das gar nicht beabsichtigt. Und dann hatten wir jetzt auch die total tollen Kämpfer, die man ganz damals... durfte man sie nicht machen. Man musste sie einmal für die Kampagne töten. Ja, aber wenn man sie gemacht hat, dann hat der Boss weniger Loot gehabt. Man durfte die hier nicht töten. Und man musste auch den Boss gelegt haben, bevor die von den NPCs getötet wurden. Und jetzt haben wir auch die super mega nervige violette Wolke, die man übrigens vieren kann, was lustig ist. Wir werden sie mal vieren, nur einfach, weil wir es wollen. Aber erstmal müssen wir... So, jetzt haben wir die Sachen Akku. Jetzt vieren wir mal die Wolken, dann wird sie zum kleinen Geist. Ich finde das toll. Man kann sie nicht aggro nehmen, also ich kann sie nicht ins Target nehmen, aber ich kann mit AOE sie treffen. Was mega lustig ist. Weil, naja, da ist nichts und auf einmal ist dort ein geviertes Ding. Finde ich lustig. Die sind aber auch nervig, weil die ein Schild auf die... Ja, leider sieht man es jetzt bei denen nicht, weil die Wolke hier ist. Aber die haben tatsächlich dann ein Schild, die Mobs, gehabt. Und hatten höhere Resistenzwerte, was ein bisschen blöd gemacht hat, weil sie halt nicht an einem Skill dann gestorben sind. Jetzt ist hier der Bossraum und einer der Besonderheiten, die hier ist, ist, wenn man ihn betritt, fängt es direkt an. Man blinkt nicht und das ist auch eine Seltenheit. Siehst du? Direkt die Mobs geaddet, richtig, richtig blöd. Wir haben jetzt hier zwei Bosse, einmal den Gift-Boss und einmal den Feuer-Boss, Python, Schlange. Und das Besondere ist, dass ich gerade meine Skills komplett in falscher Reihenfolge mache. Das ist aber nicht schlimm. Ich möchte euch ja eh das hier zeigen. Er hier links hat Feuer auf den Boden gelegt. Und nach zweimal Feuer kam einmal Gift von dem rechts. Und das Feuer hat Schaden gemacht. Da ist man früher rausgelaufen. Wenn ihr aber PvE-G entsprechend habt, ist das nicht dramatisch. Denn hier unser lieber Gift-Typ
konnte diese Feuerkreise auflösen. Und hat auch einen Debuff gemacht, den man sich entfernen musste. Und das ging nur, den ich gerade hatte. Wenn man im Feuer stand und da kommt die nächste Flamme, die führt nur Feuer. Und die beiden müssen auch tatsächlich nahezu gleichzeitig fallen in einer Spanne von 15 Sekunden. Und dann kommt jetzt hier der finale Boss. Früher war es ja alles noch ein bisschen mehr, aber naja. Das hier ist der liebe Python, die Superschlange, der leider dann auch entfernt ist. Wir werden ihn so schnell nicht mehr wiedersehen. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwas in irgendwelchen Instanzen. Kann ich euch niemals beantworten, natürlich. Wir haben da jetzt auch China gelootet, auch wieder von dem China-Drop, der ja mit 7.0 entfernt wird in Instanzen. Wir können jetzt hier eine Quest abgeben. Und wir haben hier die Python-Kiste, denn aus dieser eigentlich 3-Menschen-Instanz hat man auch Gold gekriegt. Genau das gleichwertige zu dem Mirage-Gear. Aber man hat 2 Teile bekommen. Immer ein Schmuckteil und ein Rüstungsteil. Also man hat, also nicht immer, aber man hat halt unterschiedlich farbige Kisten gekriegt und das habt ihr ja gerade gesehen. Wir machen jetzt das, was man auch dann schön gemacht hat, und zwar verkaufen. Der Vorteil im Garten war, ich muss jetzt keine Quest wieder neu annehmen. Die nimmt sich automatisch an, wenn ich reingehe. Total praktisch. Wir können jetzt aber natürlich das, was wir jetzt hier gerade gekriegt haben, weil wir natürlich kein Need mehr auf das Gear haben. Ähnlich wie im China-Video, was ich damals zu Garten gemacht habe, was jetzt natürlich mit 7.0 total nutzlos ist. China machen. Und wenn man das wollte, war das dann auf die Zeit natürlich sehr viel. Wir haben eben auch so schon China gekriegt und natürlich noch der Loot, den wir hier so innerhalb gekriegt haben. 1,6 Millionen, eben nochmal die 2,5, weil wir solo gegangen sind. Oh, jetzt ist es leider aus dem Chat raus, weil ich serverweit war. Aber das ist natürlich eine riesige Menge China gewesen. Auf Dauer gesehen. Nicht in einem Run. Und es war ein sehr einfacher Weg, mit Chars Gear zu kriegen, um nun mal die Möglichkeit zu kriegen, auch in höhere Instanzen reinzugehen. Ich hoffe, ihr konntet euch auch von der Instanz verabschieden. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. 7.0 ist fast schon da oder vielleicht ist es für euch schon da. Und bis dann.